Die Schaltung soll nun berechnet werden mit Hilfe der Kirchhoffschen Gleichungen. Schauen wir uns zunächst einmal den Knoten hier oben an und stellen die Knotengleichung für diesen Knoten auf. Das heißt, der Strom I1 fließt auf den Knoten zu, den nehmen wir positiv. I2 haben wir in diesem Fall mal von dem Knoten wegfließend angenommen. Das heißt, der zählt entsprechend für diesen Knoten negativ. Und IL fließt ebenfalls ab, zählt also auch negativ. Und die Summe der Ströme soll gleich 0 ergeben, also I1 minus I2 minus IL gleich 0. Und dann brauchen wir noch zwei weitere Gleichungen, weil wir insgesamt drei Unbekannte haben. Die drei Ströme I1, I2, IL sind die Unbekannten unseres Gleichungssystems, was wir aufstellen. Das heißt, wir machen erstmal einen Maschenumlauf, hier in der linken Masche beispielsweise, und stellen auch hierfür die Maschengleichung auf. Und zwar geht es hier oben links in der Ecke beispielsweise los. R mal I1 minus U3, weil wir ja der Spannung entgegenlaufen, minus U2. Dann geht es weiter mit plus R mal I1. Durch den Widerstand fließt ja auch der Strom I1. Minus U1. Und dann sind wir wieder oben angelangt, also gleich 0. Hier auf der rechten Seite steht die Maschengleichung 1. Und eine zweite Masche suchen wir uns aus, in der mindestens ein Zweig dazukommt. Machen wir beispielsweise mal diese Masche hier. Wir hätten auch eine Masche einmal außenrum nehmen können, aber in diesem Fall nehmen wir mal diese Masche und stellen auch hierfür die Maschengleichung auf, und zwar U5 plus R mal IL minus U4 plus U3 und dann nochmal plus R mal IL und dann sind wir hier oben angelangt, dort wo wir losgelaufen sind. Und hier haben wir auch diese zweite Maschengleichung. Schauen wir uns die Gleichung mal an. Hier haben wir die drei Gleichungen. Und dann sehen wir jetzt, in diesem Fall haben wir eine Gleichung zur Verfügung, die untere Gleichung, in der IL die einzige Unbekannte ist in dieser Gleichung und die Unbekannte suchen wir. Das heißt, wir kommen letztendlich hier mit dieser Maschengleichung eigentlich aus. Also U5 plus R mal IL minus U4 plus U3 plus R mal IL gleich 0. IL ist die einzige Unbekannte. Wir lösen nach IL auf, setzen die Werte ein und kommen auf das Ergebnis IL gleich minus 65 mA.